Hi, Kratte hier. Es ist mal wieder Zeit für den Wahnsinn der Woche und heute sowas wie eine Jubiläumsfolge. Geil. Das ist Hammer. Und natürlich habe ich euch wie immer Themen mitgebracht, die im allgemeinen Trubel der Woche nicht untergehen sollen. Also, bleibt dran. Na, dann geht's mal los und beginnen wir direkt mit Lisa Paus von den Grünen und ihrer unnachahmlichen Art, einfach planlos zu wirken. Ihr wird gleich die Frage gestellt, ob die letzte Generation unsere Demokratie fördert. Und das während der Bundespressekonferenz zum Demokratiefördergesetz. Ja, seht einfach selbst. Fördert die letzte Generation unsere Demokratie? Dass dort eben Grenzüberschreitungen spielen müssen. Also ich habe jetzt nicht verstanden, ob die letzte Generation aus Ihrer Sicht unsere Demokratie fördert, weil sie die ernst nehmen. Die letzte Generation spielt. Aber richtig ist, ich verstehe die Ungeduld und ich verstehe, dass die Klimabewegung verzweifelt ist angesichts der derzeit noch nicht gut erreichten Ziele. Gibt es weitere Fragen? Okay, fassen wir das jetzt mal kurz zusammen, damit auch jeder weiß, ob die letzte Generation die Demokratie fördert. Grenzüberschreitungen spielen müssen. Also ich habe jetzt nicht verstanden, ob die letzte Generation aus Ihrer Sicht unsere Demokratie fördert, weil Sie die ernst nehmen. Die letzte Generation spielt. Aber richtig ist, ich verstehe Ungeduld und ich verstehe, dass die Klimabewegung verzweifelt ist angesichts der derzeit noch nicht gut erreichten Ziele. Gibt es weitere Fragen? Oh mein Gott. Aber egal. Da wir jetzt ja eh schon bei der letzten Generation sind, noch das Sahnehäubchen der Woche. Denn endlich hat man auf die genervte Bevölkerung gehört. Und dort ein Zeichen gesetzt, wo es die Richtigen trifft. Dort, wo die Schalthebel der Macht sind. Da, wo Politik gemacht wird. Am Bundestagsgebäude gab hierbei halt leider nur einen Haken. Sie haben es in einer nicht genutzten Einfahrt gemacht. Also quasi so, als wenn die Opernkleber sich direkt in den Abstellraum geklebt hätten. Aber machen wir jetzt mal ganz seriös weiter. Bild. Sinnlos Blockade bei minus 9 Grad. Am Donnerstagmorgen klebten die Klimaprotestler wieder auf dem Asphalt, blockierten unter anderem Bundestagsbürogebäude. Dort hätte man sie ausnahmsweise mal kleben lassen können, denn gestört haben sie offenbar niemanden. Ja, hat sich gelohnt. Nice. Aber machen wir mal sportlich mit einem kurzen Ausflug in die USA weiter. Denn dort gab es ein neues Football-Talent und das sorgte für Aufsehen. Ich meine, wir in Europa sind da schon routinierter, was die Bereicherung durch bärtige Kinder angeht. Und ich kann nur hoffen, dass man da kein falsches Spiel spielt und dadurch zur Instrumentalisierung einlädt. Um dann beispielsweise Kindern wie dem jungen Ahmad sein Alter absprechen will. Oder gar auf die Idee kommt, der kleine Saad als Saud wäre damals gar nicht der schnellste 14-jährige Schwedens gewesen. Oh Gott, diese Artikel sind wirklich wie erlesener Wein. Die werden von Jahr zu Jahr köstlicher. Aber mal ganz seriös und ernsthaft weiter. Sonst käme man auch auf die Idee, dass die Schultütchen damals ein wenig over the top gewesen sind. Naja, egal. Nun konnte auch die USA schaffen, ein ganz besonderes Kind zu fördern. Lesen wir mal auszugsweise. Watson.ch. Dieser Footballer mit Schnauze und Tattoos ist erst 12 Jahre alt. Jeremiah Johnson aus dem texanischen Fort Worth ist der Footballer der Stunde in den USA. Er spielt noch nicht in der NFL, sondern noch bei den Junioren. Denn Johnson ist erst 12 Jahre alt. Angeblich. Angeblich deshalb, weil sein Alter von vielen hinterfragt wird. Schließlich hat Johnson nicht nur Tattoos am Arm, sondern auch schon Gesichtsbehaarung. Dieses Bild von ihm vom Wochenende, das ihn mit einer MVP-Trophäe zeigt, ging
viral. Der TikToker HotNews24 traf Johnson nach seinem Erfolg und fragte ihn, wie alt er sei. 12, lautete die Antwort des talentierten Footballers. Wenn dieser 12-Jährige wirklich 12 Jahre alt ist, lasse ich meinen Sohn nicht Football spielen, twitterte NFL-Star Tyreek Hill von den Miami Dolphins über Johnson. Die Kids von heute sind wohl anders gebaut als früher. Oh ja, das sind sie wohl. Kommen wir zu unserer Innenministerin. Aktuell schaffen wir es wohl nicht, einmal im Wahnsinn der Woche ohne die gute Nancy auszukommen. Letzte Woche berichtete ich ja noch von der Beweislastumkehr, war ja sogar am Thumbnail. Das zog Nancy dann jetzt wohl zurück. Aber besonders interessant finde ich in dem Kontext, dass ich bei meiner Recherche einen alten Artikel der SPD Hessen gefunden habe. Hier geht es um einen Gesetzesentwurf, der mutmaßlich auch durch sie eingebracht wurde. In der Begründung für den Gesetzesentwurf wird die Beweislastumkehr als verfassungsrechtlich bedenklich deklariert. Ein paar Jahre später, wo die Gute über dem Verfassungsschutz steht, bringt sie dann selber eine Art Beweislastumkehr wieder ins Spiel? YOLO, kann man mal machen. Da ist es fast schade, dass man jetzt extra ein Hinweisgeberschutzgesetz beschlossen hat. Ja, das ist kein Scherz. Also ein Gesetz, was dich schützen soll, wenn du, naja, Hinweise gibst. Und das mag sich jetzt jeder mal in Kombination vorstellen. Ein Gesetz, was dich schützt, wenn du deinen Kollegen bezichtigst, ein böser Bube zu sein. Und der muss jetzt beweisen, dass er gar kein böser Bube ist. Und solange er das nicht beweisen kann, wäre er schuldig. Und verfeinert wird das Ganze durch das Thema Chatkontrolle. Lesen wir mal bei netzpolitik.org. Innenministerin Faeser will Koalitionsvertrag brechen. Die Bundesministerium will alle Chatnachrichten ohne Anlass durchsuchen. Das geht aus einem Positionspapier des Ministeriums hervor, das wir veröffentlichen. Im Koalitionsvertrag steht das Gegenteil. Koalitionspartner und sogar die eigene Fraktion kritisieren den Vorschlag heftig. Naja, mal schauen, das Ding ist jetzt wohl gerade erstmal auf Eis gelegt, aber je nach Zeitschrift noch nicht vom Tisch, obwohl hier jetzt sogar auch Gegenstimmen der Regierungsparteien lauter geworden sind. Aber warum war das überhaupt Thema im Koalitionsvertrag? Naja, egal. Damit sind wir, was die Nancy angeht, aber in der Woche auch noch lange nicht am Ende. Denn sie will jetzt unter anderem auch das Waffengesetz verschärfen. Das finde ich natürlich super, denn dann werden wir bald sicher keine islamistischen Anschläge, Reichsdullis oder Clankriminalität mehr haben, weil der normale Allmann strengere Waffengesetze bekommt. Das hilft bestimmt. Aber auch beim Thema Migration gibt's Neuigkeiten, denn wir bekommen einen Sonderbevollmächtigten für Migration. Vielen Dank, Nancy. Deutschlandfunk. FDP-Politiker Stamm soll Sonderbevollmächtigter für Migration werden. Der künftige Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migration Stamm will sich für eine bessere Steuerung der Zuwanderung nach Deutschland einsetzen. Es sei das Ziel der Bundesregierung, gesteuerte Einwanderung zu ermöglichen und irreguläre Migration zu reduzieren, sagte der FDP-Politiker der Rheinischen Post aus Düsseldorf. Dafür müsse man zukünftig Herkunfts- und Transitländer noch stärker einbeziehen. Okay, dann habe ich jetzt direkt einen heißen Tipp für ihn. Hier wäre doch sowas wie eine Beweispflicht durchaus sinnvoll, weil wir zu fast 100% davon ausgehen können, verarscht zu werden. Denn jeder Mensch, der an der deutschen Grenze ankommt und Asyl ruft, steht in einem sicheren Land und will mit der Begründung Asyl ins nächste Land. Schließt sich ja eigentlich aus, auch auf Basis von Dublin und der Drittstaatenregelung. Mal davon abgesehen, dass man vorher vermutlich schon ein halbes Dutzend sichere Länder durchquert hat. Aber egal, Alerta, Alerta, Hashtag nur Borders, No Nation und so weiter. Also, kommen wir damit jetzt final zum letzten Thema für Nancy für diese Woche. Denn heute verkündete sie Folgendes. Asylzuzug? Es gibt keine Anreize, die wir setzen. Nee, natürlich nicht. Also kommen die ganzen Menschen nach Deutschland, weil die unser Bier, unsere Innenstädte und unser Wetter so geil finden. Klingt authentisch, oder? Und nicht etwa, weil wir einen Sozialstaat mit umfangreichen Leistungen haben und man hier für lau das X-Fache von dem bekommen kann, wie in anderen Ländern für geregelte Arbeit? Rassismus gegen Ausländer. Schauen wir uns das doch einfach mal mit dem Beispiel Syrien an. In Deutschland sind auch über 7 Jahre nach der Fachkräfteeinwanderung rund 2/3 aller Erwerbsfähigen, das ist wichtig, Syrer Transferempfänger. Durchschnittsgehalt in Syrien liegt irgendwo zwischen 30 bis 60 Euro. Und ja, lasst uns hier bitte nicht spitzfindig werden, auf den Euro kommt es ja in der Tat nicht an. Naja, und ob das jetzt kein Anreiz darstellen soll?
möge bitte jeder für sich entscheiden. Und bevor jetzt irgendein kreischender SJW Panik bekommt, ich mache denen das nicht mal zum Vorwurf. Wenn ich für Lau das 10-fache Gehalt oder noch mehr bekäme, dann würde ich noch heute meine Koffer packen. Und ich wette, die meisten von euch täten das auch. Und kommt jetzt nicht mit emotionalen Appellen, wer beispielsweise in Italien, Spanien oder Frankreich ist und nach Deutschland oder Schweden will, tut das sicherlich nicht wegen unserer wunderschönen Flora und Fauna. Aber egal, machen wir mal weiter. Bundesverdienstkreuz für alle Transmenschen, die online sind? Okay, naja, lesen wir erstmal auszugsweise bei der Bild. Gaga-Vorschlag der Anti-Hass-Beauftragten. Transpersonen sollen Orden bekommen, weil sie im Netz bepöbelt werden. Ein Bundesverdienstkreuz bekommen, weil man im Internet angepöbelt wurde? Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, irritiert mit dem Wunsch nach einem Bundesverdienstkreuz für alle Transmenschen, die in sozialen Medien aktiv sind. Okay, tun wir jetzt mal ganz kurz so, als würde ich da bei dem Spiel mitspielen wollen, ja? Warum nicht auch Homosexuelle oder Behinderte oder alle anderen eventuell marginalisierten Gruppen, die im Internet Hass abbekommen? Naja gut, lesen wir mal weiter. Transmenschen sind Personen, die das Gefühl haben, im falschen Körper geboren zu sein. Oh, ihr schreibt Gefühl, also wenn das der Dekadent hört, der geigt euch aber mit einer Reaction so richtig die Meinung dann. Naja, am Dienstag sagte Attermann: Transpersonen werden in sozialen Medien dermaßen extrem mit Hass und Hetze konfrontiert, dass je der von ihnen, der Sternchen, die im Netz bleibt und trotzdem Gesicht zeigt, ein Bundesverdienstkreuz verdient hätte. Meine Meinung. Ja, und gratis Meinung, euer dämliches Gendern macht den ganzen Lesefluss kaputt und exkludiert nebenbei Millionen Fremdsprachler oder anderweitig beeinträchtigte Leser. Naja. Die Aussage fand während einer Podiumsdiskussion statt. Ein Attermann-Sprecher bestätigte den Vorschlag. Optionaler Gegenvorschlag vom Grati. Wenn euch sexuelle Minderheiten wichtig sind, dann benennt, wer ihnen im realen Leben die Scheiße aus dem Leib prügelt und verschweigt nicht die überproportional auffälligen Tätergruppen, um dann unkonkret mit Hass und Hetze zu kommen. Meine F***e. So, aber nun lasst uns mal etwas mit Liebe und Herzlichkeit machen. Marokko ist leider raus. Schade. Islam für das Turnier, aber manchmal IS das so. Und marokkanische Spieler jubeln und positionieren sich mit dem IS-Gruß, dem sogenannten Tauhid-Finger. Also alles ganz normal. Und für die Leute, die sich damit nicht auskennen, das ist quasi der Hitler-Gruß der Islamisten und steht für den Monotheismus. Aber damit nicht genug, denn diese vielfältige Liebe und Toleranz zeigte sich erneut in europäischen Städten. Ist das nicht schön? Free Palestine und Trubel auf den Straßen in Deutschland, weil irgendwas mit Marokko. Das ist Vielfalt. Einfach toll. Und auch bei unseren europäischen Nachbarn sieht man, wer einfach optimal für die Event- und Partyszene geeignet ist. Einfach schöne Bilder und Herzlichkeit. Und auch im folgenden Video. Das ist kulturelle Bereicherung. Das ist Vielfalt. Da wird geteilt. Nicht mein Auto, dein Auto. Jetzt ist es unser Auto. Und das ist einfach schön mit anzusehen. Und bevor wir zur nächsten Videoeinblendung kommen, Triggerwarnung. Ja, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann schaut jetzt kurz weg. Und auch die Zeit lässt sich das Spektakel um die WM nicht nehmen, um uns mit Qualitätsjournalismus zu bereichern. In der Trostpreispartie um den dritten Platz dürfen die marokkanischen Fans der Welt noch ein letztes Mal die Vorzüge ihrer Fankultur vorführen. Ist das nicht schön? Das ist Herzlichkeit. Und nachdem wir mit einer desaströsen Selbstdemontage von Lisa Paus eingestiegen sind, steigen wir mit einer ebenso epischen Selbstdemontage von Katharina Barley aus. Viel Spaß!
ändern. Okay, wir müssen das Parlament durchschütteln. Da stellt sich vielleicht auch eine ganz andere Frage. Warum braucht das Europaparlament eigentlich 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten? Tja, da fragen Sie jetzt die absolut Falsche. Das war schon so, als ich hierher kam. Also Sie sind selber Vizepräsidentin. Aber es ist tatsächlich so, dass... genau. Also, wie auch immer, das soll es für die Woche gewesen sein. Wer mich über Discord erreichen will oder Austausch mit anderen sucht, findet einen Link eines Servers, auf dem ich als Creator vertreten bin, in der Videobeschreibung. Danke Bombo für Rechercheunterstützung. Eine wundervolle und vielfältige Woche allen. Ciao.